Hallo Sushi-Liebhaber! Ihr seht, es sieht ein kleines bisschen anders aus als normalerweise in meinen Videos. Ich habe ein komplett neues Setting mal gewählt. Ich finde es eigentlich ganz gut, vor allem weil ihr mich jetzt von vorne sehen könnt, wie ich was koche. Ich hoffe, ihr könnt dadurch noch ein bisschen besser erkennen, wie ich es genau zubereite, was ich mache. Und ihr habt auch ein bisschen breiteres Blickfeld. Das heißt, ihr könnt meine ganzen Zutaten noch sehen oder auch hier die Utensilien, die ich benutze. Hier hinten habe ich versucht, ein bisschen japanisch zu dekorieren mit einem Sushi-Thema. Ich habe hier die ganzen Zutaten, die ich mal so benutze und dort auch noch ein paar Kleinigkeiten. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn dem so ist, gerne einen Daumen nach oben oder kommentiert natürlich auch gerne, ob ihr vielleicht irgendwas ändern würdet oder ob ihr noch weitere Tipps und Tricks habt. Aber jetzt geht's erstmal los mit dem Video. Viel Spaß! Heute benötigen wir gar nicht so viele Zutaten. Das ist eine relativ einfache Rolle. Unter einem meiner letzten Videos hat die Kim gefragt, ob ich die mal machen könnte oder ob ich die kenne. Und gerne mache ich die auf jeden Fall nach. Die Hauptzutat seht ihr direkt hier. Das ist Thunfisch aus der Dose. Und da gibt es zwei ganz wichtige Sachen zu beachten. Nummer 1, kauft auf jeden Fall Thunfisch, naturbelassenen Thunfisch. Das ist ganz wichtig, also nicht in Öl oder irgendwie schon gewürzt, sondern ganz naturbelassen in Lake. Und der zweite wichtige Tipp ist, das sind jetzt 150 Gramm Thunfisch. Wenn ihr den kauft, dann achtet auf eine vernünftige Qualität. Den gibt es teilweise auch für um die 70 Cent, glaube ich. Das schmeckt ihr auf jeden Fall. Kauft da eine vernünftige Sorte, eine vernünftige Qualität. Auf meiner Homepage sushi-liebhaber.de verlinke ich euch nochmal das Rezept. Und da gebe ich euch auch noch ein paar Tipps, wo ihr das kaufen könnt und was ihr da genau beachten sollt. Und vor allem, warum es auch wichtig ist. Jetzt geht es aber erstmal los mit dem Rezept. Die weiteren Zutaten seht ihr ja hier. Ich nehme mir dafür eine Nori-Alge hier raus und ich habe die immer in so einer Kunststoffkiste hier drin. Das liegt daran, dass wenn ihr die lange jetzt an der Luft liegen lasst, zum Beispiel mal über Nacht, dann werden die einfach labberig durch die ganze Luftfeuchte und schmecken nicht mehr gut. Los geht's jetzt. Wir schneiden die genau in der Hälfte, dass wir zwei schöne Exemplare erhalten. Dafür braucht ihr auf jeden Fall ein scharfes Messer. Wenn euer Messer nicht ganz so scharf ist, macht es für den Schritt nicht viel. Nehmt einfach eine Schere, damit macht ihr euch es nur leichter. Ich habe mir die Hände ein kleines bisschen befeuchtet und jetzt nehme ich mir hier eine schöne Portion Sushi-Reis raus. Der ist gekocht und gewürzt, so wie ich das immer mache nach meinem Standardrezept. Das blende ich euch sehr gerne ein, ist relativ leicht zum Nachmachen. Der Reis wird jetzt hier gleichmäßig über dieser Nori-Alge verteilt. Nehmt nicht zu viel Reis, so eine kleine, dünne Schicht ist auf jeden Fall ausreichend. Das Wichtige ist, dass sie einfach konstant ist, von einer konstanten Stärke. Und jetzt nehmen wir uns noch ein kleines bisschen von dem schwarzen Sesam und verteilen den hier über der Rolle. Jetzt machen wir zunächst mal die Füllung. Ich habe euch ja den Thunfisch schon gezeigt und der, ihr kennt den wahrscheinlich, ist manchmal noch so ein bisschen stückig und den mache ich jetzt mit einem Löffel einfach klein. Das sollte eigentlich relativ einfach gehen, der Fisch ist ja ziemlich mürbe. Den drückt ihr gerade so ein bisschen klein, geschnitten werden braucht er ja gar nicht. Dann rührt ihr mal ein bisschen um und sucht, ob da noch ein paar Stücke drin sind. Aber im Prinzip sollte das damit schon gut sein. Als nächstes werden wir das Ganze jetzt würzen. Ich habe dafür hier Mayonnaise und Sriracha. Ihr könnt auch, beziehungsweise in dem Fall ist es Salatcreme, also eine bisschen fettreduzierte Variante. Ihr könnt natürlich auch ganz normale Mayonnaise nehmen. Für diese 150 Gramm Thunfisch nehme ich jetzt ungefähr 4 Teelöffel Mayonnaise. Das ist immer je nach Geschmack. Der manche mag ein bisschen mehr, der manche ein bisschen weniger. Aber ich finde, für den Anfang ist das auf jeden Fall ausreichend. Und weil ich es auch gerne sehr scharf mag, nehmen wir jetzt von der Sriracha noch was. Das ist in dem Fall die mit dem roten Deckel, die ist noch ein bisschen schärfer. Und davon werde ich ungefähr einen halben Teelöffel nehmen. Genau so. Und das Ganze werden wir jetzt zunächst erstmal glatt rühren. In meinem Fall gefällt mir die Konsistenz jetzt aber schon sehr, sehr gut. Und wir können weitermachen mit der Frühlingszwiebel. Die ist schon gewaschen. Und ich werde jetzt in der Rolle werde ich einfach so einen ganzen Strang von der Frühlingszwiebel verwenden. Das heißt, wir schneiden hier unten die Wurzeln ab. Und jetzt befreie ich die einfach hier von den anderen Stücken, die nicht gerade gewachsen sind. Die verwenden wir später natürlich weiter. Als nächstes drehen wir jetzt hier die
Alge einmal um, damit sie auf der Reisseite liegt. Und jetzt haben wir hier die Füllung. Ihr seht, eine Rolle habe ich schon gemacht. Wir sind jetzt bei der zweiten. Die ist cremig, aber hat nicht zu viel Flüssigkeit. Ihr seht ja, wie es aussieht. Und die werden wir jetzt hier zunächst drauf geben. Nehmt davon nicht zu viel, sonst könnt ihr natürlich die Rolle nicht schließen. Aber ausreichend, dass es auch später gut schmecken wird. Wer nicht ganz so viel Erfahrung damit hat, dem würde ich immer empfehlen, nehmt ein bisschen weniger, dann macht ihr es euch leichter. Ungefähr so viel Füllung. Und jetzt werde ich hinten dran die Frühlingszwiebel legen. Da wird zunächst unten wird die Wurzel abgeschnitten. Jetzt lege ich mir hier die Frühlingszwiebel an und schneide hier außen nochmal ab, dass wir auf die richtige Länge kommen. Und jetzt lege ich mir die Frühlingszwiebel hier nach außen, um das quasi so damit zu begrenzen. Der große Vorteil ist, jetzt greife ich hier unten drunter mit den beiden Daumen und muss ja die Füllung festhalten mit meinen anderen 8 Fingern. Wenn jetzt hier hinten die Masse wäre aus Thunfisch und Mayonnaise, dann wäre das ein bisschen klebriger, bappiger, wäre nicht so einfach. Und so habe ich hier diese Frühlingszwiebel, um das schön festzuhalten. Wir schlagen einmal außen rum. Und damit ist die Rolle wunderbar geschlossen. Die Rolle hat sich schön verschlossen und jetzt habe ich ein bisschen Klarsichtfolie drüber gelegt. Die werde ich jetzt noch mal ein ganz bisschen andrücken, hier mit meiner anderen Bambusmatte. Das hat den einfachen Vorteil, dass wenn wir jetzt die Rolle schneiden, dann wird die nicht so schnell auseinanderfallen, weil die noch ein bisschen von außen gestützt wird. Ich werde ihn insgesamt 8 Stücke schneiden. Das heißt, wir fangen mal hier an. Das Messer ist natürlich wie immer leicht befeuchtet. Und nach ein paar Schnitten ist das Messer, ihr seht es hier natürlich ein bisschen dreckig. Dafür habe ich einfach hier einen Lappen, einen feuchten, an dem ich das Messer wieder reinigen kann. So, damit ist die Rolle komplett geschnitten. Wir können die Folie abnehmen. Und so sieht es jetzt aus. Jetzt können wir die Teller tauschen. Der hier kann weg, der kommt. Und wir können schon damit beginnen, die Sushis anzurichten. Gucken wir erstmal rein, ob uns das gefällt. Sieht schon wunderbar aus. Und die werde ich jetzt hier auf dieser Platte anrichten. Die Sushis sind fertig und hier angerichtet. Ich zeige es euch mal gerne. So sieht das Ganze aus. Und jetzt benötigen wir bloß noch ein bisschen Sojasauce und Essstäbchen. Und da habe ich es heute ganz schön einfach. Und zwar habe ich mir schon alles vorbereitet in meinem Schrank, was ich benötige. Schon sind wir bereit zum Probieren. Die Rolle war ja relativ einfach und schnell gemacht. Den Dosenthunfisch kann auch jeder von euch ganz einfach kaufen. Kein so großes Problem wie rohen Thunfisch, wo man ein bisschen schwierig ist, wo manche ein bisschen Bedenken haben. Allerdings achtet wirklich auch dort auf eine gute Qualität bei diesem Dosenthunfisch. Aber jetzt geht's erstmal zum Probieren. Ich greife mir mal hier so ein kleineres Stück am Rande. Ganz bisschen in Sojasauce. Wirklich gut scharf. Also wenn ihr nichts Scharfes mögt, nehmt definitiv eine bisschen geringere Menge von der Sriracha. Der Thunfisch ist schön saftig. Das liegt auf der einen Seite natürlich an der Mayonnaise, das ist ganz klar. Aber auf der anderen Seite auch an der vernünftigen Qualität, die ich da gekauft habe. Wenn ihr wirklich billigen Fisch kauft, der ist meistens relativ trocken und fad irgendwie vom Geschmack her. Der war noch relativ saftig. Von der Schärfe her liegt es eher ein bisschen auf der scharfen Seite. Wenn euch das auch schmeckt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Dann mache ich gerne noch ein paar weitere Rezepte, die ein bisschen schärfer sind. Wenn nicht, nehmt einfach ein kleines bisschen weniger Sriracha und es wird euch auch super gut schmecken. Wie immer sind alle Zutaten, die ihr benötigt, auf meiner Webseite sushi-liebhaber.de nochmal aufgelistet mit den ganzen Mengenangaben, die ihr benötigt. Dass, wenn ihr einkaufen gehen möchtet, einfach einmal kurz nachgucken und da seht ihr genau, was ihr benötigt. Dort habe ich das Rezept auch nochmal Schritt für Schritt verlinkt, dass, wenn ihr es mal nachkochen möchtet vielleicht, ihr könnt euch einfach das Rezept nebendran legen, Schritt für Schritt befolgen und es wird wunderbar funktionieren.
Ich hoffe sehr, dass euch mein erstes Video hier in dem neuen Studio gut gefallen hat. Wenn dem so war, gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch Verbesserungsvorschläge oder Wünsche habt, immer gerne her damit. Und vielleicht habe ich es in meinem nächsten Video ja schon umgesetzt. Bis dahin. Tschüss.